Ahoi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty hier auf dem Kanal. Wir stehen immer noch im Regen und ich wünschte, es würde langsam mal aufhören, denn ich mag das schöne Wetter irgendwie lieber. So, ich werde jetzt aber erstmal was ausprobieren und zwar erstmal vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Jetzt will ich mal gucken. Mit dem Hammer im Kaputtemache-Modus soll man das Feld sehen können. Wo habe ich das Feld hingepackt? Oder ist uns das wirklich einfach irgendwie verloren gegangen? Weil ich. Nee, da hinten! Okay, ja, jetzt sehe ich es auch. Huch, Entschuldigung. Hier ist das. Das, okay, das ist doch deutlich weiter weg gewesen, als ich dachte. Ich dachte, das wäre näher dran gewesen. So. Wir brauchen erstmal ein weiteres Hütchen, ne? Ein weiteres Hütchen für le neue Einwohner. Und es wurde geschrieben, ich glaube vom L5, von Lulfive, dass ich auch ein bisschen mehr planen sollte, von wegen Dorfkern und so weiter und so fort. Also ich würde gerne so, die normalen Wohnhäuser würde ich hier gerne so in dem Dreh haben, wo dieses jetzt steht, mit Ausnahme von unserem, wir stehen halt da hinten. Würde gerne mal was ausprobieren. Gebäude. Ach komm, wir machen wieder ein größeres. Geht das? Das geht nicht. Aber so geht das. Okay. Ich wollte nämlich eigentlich mal gucken, ob wir das Haus auch. Ah, warte. Vielleicht hier? Doch, hier geht's. Nämlich quer hinstellen. Aus dem einfachen Grund, damit wir hier quasi so ein. Leicht so einen kleinen Ring machen können. Da drüben ist ja auch nochmal der Weg. Ne, ich will den Weg immer so ein bisschen mit einbinden. Dann stellen wir doch mal hier eine Hütte hin. Von hier aus können wir dann da wieder einen Weg runter machen, ne? Aber dann können wir hier so ein bisschen die Häuser, die Wohnhäuser so auf diesem Fleck belassen. So, erstmal brauchen wir sowieso ein bisschen neues Holz. Apropos Holz, da müsste ja langsam auch ein bisschen was bei rumkommen. Und das mit dem Werkzeug habe ich natürlich auch gelesen. Auch da nochmal vielen, vielen Dank. Dass wir natürlich immer ausreichend Werkzeug haben müssen in unserem Kästchen hier. Momentan brauchen wir, glaube ich, nur Messer und... Brauchen wir Messer? Ich glaube schon, ne? Nur Messer und Äxte. Bevor ich das mache... oh Gott. Ja, die Hütte fehlt. Jagdhütte, warte mal. Die Jagdhütte. Da haben wir. Kein Material. Genau, das war nämlich das, was ich gucken wollte. Achso, natürlich muss ich ja erstmal runter machen. Ich finde es immer noch furchtbar, dass man... Okay, man kann gedrückt halten. Wenigstens etwas. So, warte. Wir brauchen halt dringend ein Messer. Okay, pass auf. Ich mache gleich mal ein paar Messer und dann schmeiße ich die erstmal in die Truhe. Steine, alle. Messer. Stöcke für. Davon haben wir ja zum Glück mehr als genug. Ich nehme jetzt einfach mal mit. Ne? Das ist erstmal egal. Wir stehen ja sowieso nur hier rum. Und dann... Ja, ach, weiß was. Ich mache einfach 7 Messer. Steine müssen wir sowieso neu heranholen. Dann machen wir erstmal die 7 Messer und dann ist das schick. Bin ich eigentlich ein bisschen leiser als sonst heute? Warte mal, ich guck mal ganz kurz was. Mal ganz kurz einen kleinen Ticken hier lauter gedreht. So. Okay. Die Messer. Eines ist unseres, die anderen 7 packe ich hier mal rein. Und dann schauen wir mal. Jagdhütte. So, Freizeit, sehr schön. Kein Material steht hier, das ist... Ah, das ist wegen Trockenfleisch, sehr gut. Ich wüsste aber gern, wie viel wir hier rauskriegen. Damit wir das abschätzen können. Ich denke mal, das müsste aufgehen, weil, ne, ist ja... Und so, ist ja dasselbe. Trotzdem würde es mich sehr interessieren. Okay, dann lass uns mal ganz kurz ein bisschen Stein erstmal holen, bevor wir hier weiter fortfahren. Vielleicht sollte ich erstmal die Sachen ablegen, die wir noch im Inventar haben, die ich eben aus der Kiste gezogen habe. Die Holzstämme, die Stöckchen. Das passt. Das ist okay. Und dann, wo haben wir denn die Spitzhacken? Hier.
Das muss ich immer noch wegräumen. Das mache ich ja so einfach mal. Komm mal ran. So, dann räumen wir die letzten Sachen mal in unsere Hütte, damit die da nicht die ganze Zeit rumliegen. Ich wollte gerade die Tür mit E öffnen. Dann, du kommst hier rein, das ist die bessere Spitzhacke. Und dann haben wir hier noch die Bronze-Schaufel. Die kommt auch weg. So. Dann schauen wir mal. Ich denke mal, hier unten sollten wir noch ein bisschen was haben an Stein. Oder zumindest, wenn wir ein wenig weitergehen. Ich packe die Spitzhacke mal auf die 1 gerade. Da, guck mal hier, wunderbar. So. Ja, okay, 2 Steine ist jetzt nicht so viel. Da haben wir auch noch. Dann machen wir noch ein paar Äxte. Nur ein Stein. Das ist echt ein bisschen sehr mau gerade. Liegt bestimmt am Regen. Der spült die Steine weg. So, 3 Steine. Das sieht ja schon besser aus. Erschöpft. Und wenn wir dann ein paar Äxte reingelegt haben, das sollte erstmal eine Weile vorhalten, denke ich. Hoffe ich, schätze ich, vermute ich. So, hier sieht noch sehr felsig aus. Hallo, lass mich mal da hoch. So. Was wir auch demnächst mal machen könnten wieder, wäre eine kleine Erkundungstour. Ich würde gerne nachschauen, ob es die Mine noch gibt und das auch bitte nicht in die Kommentare schreiben. Da möchte ich gerne selber entweder enttäuscht oder erfreut werden. Die Mine, wo wir früher mal waren, ne, die irgendwo da in der Richtung, glaube ich, lag. Und einfach mal schauen, ob wir da nicht ein bisschen was mitnehmen können. Da würde ich wie immer auch direkt ein Lagerhaus hinstellen. Da haben wir schon. Du bist kein Stein. Hier haben wir noch Felsen. So, 17 Steine. Kann man dich hier mitnehmen? Du bist schon erschöpft. Okay. Du bist auch erschöpft. Du nicht. Hallo? So. Damit wir so langsam aber sicher dann mal auch Richtung Metalle kommen. Ja, Felder. Ich weiß. Habe ich nicht vergessen. Felder ist auch demnächst dann jetzt ein Topic. Na, komm. So, 22 Steine haben wir. Sehr schön. Ich würde noch ein paar mehr mitnehmen. Ne? Also so, dass wir noch laufen können. Aber dass wir auch ordentlich was in den Taschen haben, damit wir ein bisschen was basteln können. So. Theoretisch könnten wir den Kalkstein noch verwenden, um die Häuser zu verputzen, aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Du trägst zu viel. Natürlich, wir tragen immer zu viel. Was war das gerade? Ach, das sind 2 verschiedene Felsen hier. Einmal. Zweimal. Ja, sollte dann auch gleich erstmal genügen. Den hier nehme ich noch mit. Dann reicht das erstmal. Siehst du, ich habe einen Kräutertee nicht. 34 Steine, wunderbar. So, dann joggen wir erstmal nach oben zu unserer Hütte und legen die Spitzhacke wieder ab. Dann sind wir ja schon mal einiges an Gewicht los. Unsere persönlichen Werkzeuge übrigens, zumindest so lange, wie wir sie auch brauchen, werde ich immer in unserer Hütte oben ablegen und nicht ins Lager, damit die Leute die Sachen nicht einfach wegnehmen. Das war früher übrigens, glaube ich, nicht so, ne? Dass die Werkzeuge gebraucht haben, oder? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Zumindest der Holzfäller oder so, die haben, glaube ich, kein Werkzeug gebraucht. Zumindest keins, was wir bereitstellen mussten. So, Steinchen haben wir. Dann gehen wir mal halt ins Lager. So. Kann ich in diesen Säcken irgendwas machen? Nee. Dann Stöckchen. Und dann machen wir mal hier Steinaxt. 17 können wir machen. Ich mach mal 10. Da kriegen wir auch gleich ein bisschen EP. Das ist ganz gut. Da will ich auch noch 3 Messer machen. Dann haben wir von beiden 10. Das sollte für eine Weile reichen. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Steinmesser. Nochmal 3 Stück, bitte. So. Sehr schön. Dann können wir hier den verbleibenden Kram reinschmeißen. Wieso tragen wir 2 Steinäxte? Ah, da war das neue Level.
Schmiede 1. Oh ja, wunderbar. Nice. So, hier, das sind gepackt. Ablegen. Wie kann ich denn das hier ändern? Ah, okay. So. 10 Steinäxte. Dann haben wir hier noch die 3 Messer. Dann haben wir noch Stöckchen. Dann haben wir noch Kalkstein. Den Kalkstein können wir auch nochmal sammeln, der hier so in der Umgebung rumliegt. Den muss ich erstmal finden. Bla bla. Nee. Was war das da? Ah, nichts. So, da hinten liegt zum Beispiel Kalkstein. Dann nehmen wir mal dich mit. Ich glaube, noch ein Stück weiter hinten sollte noch was liegen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Na, bist du unterwegs? Jarugnir. How can I help you? Ja, weiß ich auch noch nicht. Halt mir ruhig deine Fackel ins Gesicht. Lass mich genau ansehen, bla 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 bla. Ja, ich glaube, so viel haben wir mit dem gerade nicht zu besprechen. Ich glaube, nee, das war's, glaube ich, schon mit dem Kalkstein. Okay. Dachte, wir hatten hier noch irgendwo ein drittes Häufchen. Aber anscheinend ja nicht. Und wir müssen dringend was snacken, sehe ich gerade. Wir sollten mal wieder jagen gehen. Ich glaube nämlich, in unserem Nahrungslager ist gerade nicht so viel vorrätig. So, hier, Kalkstein. Wenn wir den gar nicht brauchen, also selbst, dann können wir den ja sonst auch irgendwann verkaufen oder so. Oder vielleicht kann man irgendwas anderes draus machen, ich weiß es gar nicht. Meine Güte, schnauf, schnauf. So, hier. Oh doch, da, Trockenfleisch und gebratenes Fleisch, sehr schön. Das Bier haben sie natürlich gesoffen, war ja klar. So, ich nehme mal hier 10 gebratenes Fleisch. Ja, passt. Und trinken müssen wir auch was. Kann ich eigentlich, warte mal. Den Eimer mit Wasser. Ich nehme mir mal gerade einen raus. Kann ich den schlürfen? Trinken, ja. Alter. Der bringt erstaunlich viel. Der bringt wirklich erstaunlich viel. Okay, so. Selber brauchen wir, wie gesagt, dann auch nochmal eine Axt. Aber das können wir unterwegs machen. Jetzt erstmal, warte mal, wo war die Baustelle? Du bist keine Baustelle, du bist Bären. Hier. Da ist der Nippel. Dann holen wir mal ein bisschen Holz. Was ist denn? Ein Stein. Und ran da. So. Sollten uns ein bisschen beeilen mit der Hütte. Deswegen rasiere ich jetzt hier einfach mal den Wald weg. Na. So. Schön, wie die alle in die richtige Richtung fallen. Zumindest ungefähr. Dachte eigentlich, der landet daneben. Also da. So. Und da war die Axt in Fort. Haben wir schon Stöckchen gesammelt? Nö, toll. Okay, dann brauchen wir kurz ein paar Stöckchen. Guck mal, hier stehen ja schon überall die Dinger rum. Zweige. Okay, das war irgendwie ein anderer Zweige, als ich dachte. Waren das 10 für eine Axt? Es waren 10. 10 Stöckchen und 2 Steine. So. Stein, Stein. Und dann machen wir uns erstmal eine neue Axt. Ist immer noch nicht. Dachte, wir hatten schon genügend. So. Hatten wir nicht eine Bronze-Axt gefunden? Ich glaube schon, ne? Die könnte man ja theoretisch auch mal verwenden. Jetzt fange ich schon wieder an, knauserig zu werden. Ihr müsst mir das austreiben, diese Knauserigkeit. An Stellen, wo sie keinen Sinn macht. So. Ah, mal gucken, wie weit wir mit dem Holz hier kommen. Plopp. So. Stämmsche, Stämmsche. Boah, ich sehe nichts gerade. Vor allem, weil von hinten gerade die Sonne noch so reinscheint. So. Dü-dü-dü. 6 Holz. Na, wie viel kriegen wir da? 12, 18? Ich weiß es gar nicht genau, wie viel wir jetzt hier gefällt haben.
Irgendwo müsste noch ein Stamm rumliegen. Da. Ah, oder? So, da ist der Stamm. Haben wir noch da. Was? Wo? Wo? Warum sehe ich den nicht? Bruder! Ich nix sperr, was du wolle. Geh kacken. Geh kacken. Bruder, geh kacken. Guck hier, meine Axt groß. Mach Spalt Schädel. Ja, scheiße, wa? So. Das war dann mal das erste Wildschwein. Er hat angefangen. Ihr könnt das alle bezeugen, er hat angefangen. Kommt hier um die Ecke, mitten im Wald und macht Stress. Hab damit nichts zu schaffen. So. Oh, da wiegen wir schon zu viel. Ja, soll aber gehen. Dich nehmen wir noch mit. Und ich mach mal gleich vorsorglich noch einen weiteren Hammer. Den werden wir brauchen. Und dann wollen wir mal. Allein das Fundament braucht schon wieder 10 Holz. Ich dösel, ich wollte nachgucken, ob wir schon Holz im Lager haben. Müsste ja eigentlich was drin sein, oder? Warte mal, hier Häuschen, Gewinnung, Holzschuppen. Eine Holzstamm auf 25, Brennholz auf 50%. 15. Wie komme ich hier zurück? Holzbedarf 22, da müssen wir sogar mehr produzieren, glaube ich, ne? 60 Nahrung, 60 Wasser. Was stellt denn der Brunnen her? Ach, gar nichts. Kein Material. Ach so, wahrscheinlich, weil wir noch Wasser haben, ne? Weil die ja noch voll sind, die Eimer. Oder habe ich da irgendwas übersehen? Braucht er irgendwas? Eimer mit Wasser. Trinkschlauch. Eimer. Na gut. Ja, nee, das macht er wahrscheinlich, wenn dann ein Eimer leer ist. Holzschuppen. 15 Holzstämme ist mir eigentlich ein bisschen sehr wenig. Kann man da noch jemand weiteres reinmachen in die Hütte? Nee, ne? Ich glaube nicht. Der Holzschuppen konnte nur eine Person haben, oder? Bei der Jagdhütte kann man zwei haben. Okay, oh, minus 61. Wir müssen uns beeilen. Sonst haben wir demnächst gleich wieder einen Einwohner weniger. Das würde ich gern vermeiden. Ja. Einmal die Axt. Ah, die Bäume sind noch kacke jetzt hier natürlich gerade, weil wir jetzt hier nur Fichten haben. Da wäre mir Ahorn wesentlich lieber. Und ein bisschen mehr Ausdauer wäre auch nice. Ah. Da entsteht schon wieder ein Wildschwein. Aber wie gesagt, die Sonne scheint gerade so rein. Deswegen sehe ich nicht so viel. So. Dich nehmen wir auch mit. Hallo. Oh, Ahornbäume. Wunderbar. Mehr Holz. So. Wow, der fällt ja immer noch. So, und so. Wir kriegen jetzt noch das ganze Holz hier. Das so in den Beeren drin liegt. Warte. Ja, doch, haben wir. Sehr schön. Die Axt ist schon wieder auf über die Hälfte runter. Junge, Junge, Junge. Na gut, wir kriegen weniger Holz. Für denselben Verbrauch der Axt quasi. Macht natürlich Sinn, dass sie schon ziemlich runter ist. Da hinten rennt ein Hase. Aber ich muss sagen, die Tools, also auch die Steintools, halten eigentlich ausreichend lange, finde ich. So. Könnte wesentlich schlimmer sein. Da gibt es ganz andere Games, wo du irgendwie so eine Steinaxt hast und die hält für irgendwie 10 Schläge und das war's. Das ist dann
vielleicht realistischer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich persönlich habe noch nicht mit Steinwerkzeugen gearbeitet. Nur wahrscheinlich meine Vorfahren oder so. Von dem her kann ich nicht genau sagen, wie es sich mit Steinwerkzeugen arbeitet. Aber Stein ist jetzt auch nicht das Material, das so am wenigsten robust ist. Von dem her gehe ich mal davon aus, dass es doch ein Weilchen halten sollte. So, hier sind wir. Und rein damit. Okay, Der Zeitnot halber mache ich jetzt hier erstmal die Flechtwände rein. Das tauschen wir später noch aus. Und ein neues Level in der Herstellung. Wunderbar. So. Müssen wir irgendwann zwischendurch noch Stroh holen. Da müssten wir ja zum Glück noch ein bisschen was haben. Hoffe ich. Wichtig ist nur, dass wir die Hütte jetzt erstmal fertig kriegen, damit die Dame hier einziehen kann. Huch. Ich hoffe, wir haben genügend Stöcker dabei. Also sonst holen wir gleich nochmal. Wie viel Holz haben wir noch? 8. Okay, sehr gut. Pass auf, ich gehe ganz kurz rüber ins Lager und hole zum einen Stöckchen, so wie diese hier. Und zum anderen hole ich dann auch gleich mal die Dachgeschichte, das Stroh. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Holz noch im Lager. Holzstamm 3. Ne, das sind nur die 3, die wir sowieso schon hatten. Ein paar Bretter haben wir noch. Die haben wir, glaube ich, selber gemacht. 40 Brennholz haben wir. Das ist erstaunlich viel. Dann haben wir hier das Stroh. Und da haben wir Stöcker. Nehme ich mal einfach alles mit. Wir können es ja tragen. Damit sollten wir genügend haben für die Hütte, nehme ich an. Nur beim Holz bin ich mir nicht ganz sicher. Da kann es sein, dass wir nochmal holen müssen. So, müssen wir nicht das mittlere Ding hier eigentlich noch hier, ja. Der Dachboden. So. Und dann müssen wir die Dame ganz schnell hier reinholen. Sobald die Hütte steht. Aber die halten schon eine Weile durch, ne? Also es ist, hätte jetzt gedacht, dass sie irgendwie schneller abhauen. Aber tatsächlich halten die relativ lange durch. So. Die andere Hütte passe ich übrigens auch nochmal an. Ne, also das, was der L5 da noch meinte, wegen quasi hier, die Ecken hier quasi hölzern machen. Das ist schon, das finde ich eine sehr, sehr nice Idee. Ich dachte halt, dass die Hütten mehrere Stockwerke haben ab einer gewissen Größe, aber offensichtlich nicht. Ist wahrscheinlich auch nicht so realistisch zu der Zeit, bin mir nicht so sicher. Da waren die Leute wahrscheinlich froh, wenn sie ein Erdgeschoss hatten. Und wenn du einen Keller hattest, war es schon krass. So. Junge, Junge, die Strohvorräte, die verabschieden sich aber auch schon wieder, ne? Müsste aber... Ach Mist, wir brauchen noch 2 Holzstämme. Okay. Los geht's. Holzstämme, 2 Stück. Ich glaube, da müsste noch irgendwie was am Boden rumliegen. Zumindest irgendwo ein Baum. Hier ist noch einer. Och, das gibt's doch nicht. Sag mal, hast du nicht gesehen, was ich mit deinem Cousin gemacht habe? Ich zieh auch dir gerne mal die Axt quer durchs Gesicht, mein Junge. Ja, wir erholen uns wieder. Du dich nicht. Du landest auf dem Grill. Ja. Da muss ich mal ganz kurz. Warte, warte, warte. Der hockt da gerade so schön. Warte, 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 warte. Die arme Sau, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Dich nehme ich mit. Du siehst lecker aus. Habt ihr eigentlich schon mal Wildschweinfleisch gegessen? Sehe ich persönlich, also, na klar, die Leute unter euch, die vegetarisch bzw. vegan leben, wahrscheinlich eher weniger oder halt früher, kann ja auch sein.
Aber ansonsten so, die Fleischfresser unter euch, habt ihr schon mal Wildschwein gegessen? Und wie war euer Erlebnis? Ich persönlich habe das noch nie gegessen. Demher kann ich da nicht viel zu sagen. Ich habe nur gehört, dass es bitter schmecken soll. Und ich glaube, es ist relativ zäh, aber mehr weiß ich darüber auch nicht. Ernsthaft. Zum Glück haben wir noch Zeug für den Hammer dabei. Wahrscheinlich reicht das Holz jetzt hier wieder nicht fürs Dach. Oh doch, gerade so. Glück gehabt. So. Beeilung, Beeilung, Beeilung. 3, 2, 1, meins. Und dann holen wir die Dame gleich mal rein. Wo ist sie denn? Hier, minus 83%, Alter. Haus zuweisen, einfaches Haus, let's go. Wunderbar. So, dann machen wir noch den Weg. Boah, ich muss erst meinen Hammer wegmachen, warte kurz. Der nervt sonst, wenn der da so prominent im Vordergrund rumhängt. So. Benutzen die Leute eigentlich die Wege, die man baut? Ich glaube nicht, ne? Finde ich schon fast ein bisschen schade. So. Ja, das kann man, glaube ich, machen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Platz für irgendwas, was da vielleicht hinpassen könnte. Dann könnte man entsprechend hier noch Häuschen machen. Oder... oder wir machen hier... warte, so. Die Beerenbüschel kann man auch nochmal wegmachen. Dann kann man die eigentlich irgendwie komplett... also klar, wenn wir einen Weg drüber zimmern, dann sind sie auch weg, aber... bei hier... ich bin dann überlegen, wo man den Dorfkern dann hinmacht, mit Marktplatz und so. Also hier ist auf jeden Fall ein bisschen sehr hügelig. Vielleicht können wir da oben noch eine Hütte draufstellen. Sonst bin ich so am Überlegen, hier halt. Ist jetzt nicht das größte Gebiet vorm Herrn, aber immerhin. So, den Stumpen hier mache ich auch nochmal weg. So. Der ist da echt ein bisschen unpassend. Und dann bringen wir erstmal den Krempel weg, den wir noch dabei haben. So, einen Holzstamm, 6 Leder. Das Fleisch packe ich mal ins Lager. Dann können die daraus Trockenfleisch herstellen. Ein bisschen Stroh haben wir noch. Ein bisschen Stöckchen haben wir noch. Sehr schön. Das regnet einfach immer noch. Ich werde jetzt gleich mal pofen gehen. Der Regen geht mir echt auf den Zeiger. Muss ich ja ehrlich sagen. Also ich mag ja Regen, wenn es mal so ein bisschen und so. Ne, das war falsch. Ich wollte eigentlich zum Lager. Aber manchmal, wenn es dann wirklich gar nicht mehr aufhört, irgendwann, ne, dann ist auch mal gut. Weil hier ist das Nahrungslager. So, wir müssen auch wieder was schnabulieren. So, das Fleisch hinein. sonst haben wir ja auch gar nichts weiter. Ich hole mir gerade mal die 15 gebratene Fleisch. Wir brauchen dringend was zu knuspern. Ah ne, brauchen wir gar nicht so viel. Wir müssen trinken. So, Fertigkeiten können wir auch nochmal reingucken gerade. Hier haben wir 2 neue Pünktchen. Kochexperte, ach, das war das Zeug. Baumeister, langsame Haltbarkeit, Lust bei Hämmern. Lohnt sich gerade noch nicht so, glaube ich. Kochwissen, ja. Nee, Wissen. Nee, Experte, schnelleres Arbeiten, Baubesessen, schnelleres Bauen. Das hätte ich halt gerne. Geringerer Ausdauerverbrauch ist nicht so wichtig, aber das hier hätte ich gerne. Dafür müssen wir aber irgendwas von Stufe 3 haben. Da nehme ich mal, den. So, und dann nehme ich den. So. Dann können wir ein bisschen schneller bauen. Ich weiß nicht genau, wahrscheinlich bewegt dein Hammer einfach schneller. Nehme ich mal an. So, Technologie, da ist jetzt die Schmiede dazugekommen irgendwo. Hier, Schmiede 1 und Näherei kommt dann bei 100 Punkten. Wodurch kriegen wir die Punkte hier eigentlich? Gegenstände herstellen, backen und kochen. Alles klar, alles klar. Okay. Tonbewurf, stimmt, den gab es ja auch noch. Brunnenmateriallager, Stockzorn. Ich gucke hier gerade einfach mal ein bisschen durch. Wir müssen eh noch quasi für Geld sorgen dann. Baumstammhocker. Vorhang, Holzregal. Siehst du mal, es gibt mittlerweile so viel Krempel. Oh, Standfackel, aber für die brauchte man, glaube ich, ja, Leingewebe. Pofen wollte ich. Es gibt mittlerweile so viel Krempel, da können wir uns unsere Hütte eigentlich dann auch nochmal ein bisschen schön einrichten. So, hier. Einmal schnarchen bitte und bitte. Oh, Gott sei Dank. Oh, endlich.
Ich habe diesen Regen nicht mehr ertragen. Der war echt furchtbar irgendwann. Sind die Bäume hier vorne nachgewachsen? Bin gerade unsicher. Eigentlich wachsen die doch nach einer neuen Jahreszeit nach, oder? Habe ich das jetzt gerade falsch in Erinnerung? So, was steht ihr eigentlich hier alle rum und haltet Maulaffenfeil? Es gibt Zeug zu tun. So, und ich werde mal ganz kurz übrigens hier den Ton abtragen. Der regeneriert ja wahrscheinlich auch, nehme ich mal an. Aber damit wir es schon mal haben und das dann regenerieren kann. So, 5 Ton. Da gibt es auch bestimmt hier noch mehr, ja. Hatten wir da nicht auch irgendein Skill, dass wir da noch die Chance haben, dass da noch was anderes rauskommt? Ich weiß gar nicht, wo wir uns den geholt hatten. Ton. Da hinten gibt es auch noch was. Da ist nix. Da. Kann man die eigentlich hier sehen? Nee. Die kann man im Inspektionsmodus leider nicht sehen. So. Mindestens mal fürs Töpfern oder so werden wir das wahrscheinlich gebrauchen können. So. Das haben wir. Gibt es noch mehr? Doch, hier. Hier ist noch was. Und da drüben vielleicht auch? Nee. Schauen, dass wir möglichst alle abschöpfen, die wir hier haben. Wie gesagt, ich denke mal, dass sie regenerieren werden, weil sonst wären sie ein bisschen... Ja, sonst gäbe es ein bisschen sehr wenig davon. Hier sieht es noch so aus. Da haben wir noch einen. Wunderbar. So. Schnauf, schnauf. Haben wir es oder gibt es noch was? Ich gehe mal ein bisschen auf die Anhöhe. Da rennen Wiesens rum. Mit denen lege ich mich nicht an. Keine Sorge. Noch nicht zumindest. Da haben wir doch noch was. Oder ist der schon... Nee. Hä? Hatten wir den eben nicht schon? Der kommt mir so bekannt vor gerade. So, haben wir auch das. Ja, jetzt haben wir es, glaube ich. Das müsste alles an Ton gewesen sein. War aber auch ein... Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Es gibt mehr Ton, als ich dachte in dieser Gegend. Da läuft man irgendwie immer so dran vorbei und denkt sich so, ach ja, Mensch, da gibt es ein bisschen Ton. Aber tatsächlich ist das gar nicht mal wenig. So. Ich glaube, mit dem Grabungsschuppen konnte man die Leute beauftragen, dass die das abbauen, oder? War das der Grabungsschuppen? Steine holen die damit ja auch, ne? Das sollten wir eigentlich auch mal dringend machen. Dass die uns Steine ranholen. Das wäre sehr, sehr hilfreich. Damit wir auch da quasi nicht immer selber hier den armen Wasserfall quälen müssen. So, warte, du bist ein Haus. Großartig machst du das. Und wir stinken schon wieder. Heißt, wir machen gleich erstmal eine schöne Arschbombe ins Wasser. 48 Ton haben wir. Wunderbar. Plopp. Dann gehen wir mal ganz kurz planschen. Vorsichtig sein hier. Ah! Muss mal ausprobieren, ob man so einen Vogel auch einfach mit der Axt wegklatschen kann. Weil wenn man schnell genug ist, müsste es ja theoretisch gehen. So. Ja, jetzt sind wir wieder richtig schön frisch. Wenn wir von der Lebensenergie absehen. Die Sachen, die so in der Welt rumliegen hier, ne, die Spitzhacker und so, die werden wahrscheinlich nicht respawnen, nämlich mal an, oder? Das wäre ja auch ein bisschen sehr cheaty sonst. Könnte man ein bisschen sehr hart exploiten, denke ich. So, großartig, wie du das machst. Hier landet nichts drin, ne? Nee, wunderbar. Sehr schön. Ah. Mit Sonnenschein ist das doch gleich alles viel, viel besser. Viel, 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 viel besser. Dieses Grau in Grau ständig, das ist nix. Wer bist du denn? Ach, das ist hier Frau Jägerin, glaube ich. Hallo? Ja,
Voll die krassen Klamotten. Hail, friend. Aha. Oh, die Stimmung minus 72%. Goodbye. Ja, ich glaube, du wirkst sehr glücklich, ne? So, warte mal. Langbogen. Da brauchen wir. Achso, nee, warte mal. Langbogen? Bogen? Langbogen? Recurve-Bogen. Den können wir auf jeden Fall theoretisch holen. Da brauchen wir noch Technologiepunkte für. Holzbolzen. Ach so, ja, genau. Steinpfeil. Aha. Wir brauchen Leinengarn auf jeden Fall. Wir sollten dringend anfangen mit den Feldern. Eigentlich dringender als mit dem Metall, würde ich sagen. Damit wir Sachen anpflanzen können. Unter anderem halt Flachs. So, und da die Leute jetzt eh alle beschäftigt sind und hoffentlich auch happy, so ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Mal gerade nochmal gucken bei dem Jagddingens. Wie sieht's denn aus hier? Trockenfleisch 18. Alter, was? Okay, warte kurz, da müssen wir umgewichten. Versuche das mal irgendwie auszugleichen. 96%. 99%. Okay, 66, 33, das passt. 99%, ich glaube, damit können wir leben. Der Rest, der ist erstmal egal. Wie gesagt, da können wir uns auch selber noch drum kümmern. Das ist nicht so wichtig. Oder dann halt mit einer zweiten Person, die sich dann darum kümmert. Aber hier auf jeden Fall, das ist wichtig mit der Nahrung. Dass wir die auf jeden Fall drin haben. Holzschuppen, wie sieht's hier aus? Alles in Arbeit, wunderbar. Bei dem Brennholz, das Brennholz brauchen die wahrscheinlich eh nur, wenn es kalt ist, nehme ich an, oder? Kann für den Bau von Lagerfeuern verwendet werden und hilft dabei, deinen Bewohner warm zu halten. Okay, was ist hier? Kein Material. Was brauchst du denn? Ach, die Eimer, okay. Ja, ich glaube, das ist nicht weiter schlimm, ne? Weil wenn wir jetzt einen Eimer oder wenn wir jetzt Eimer machen, dann wird die wahrscheinlich die Eimer auch einfach nur füllen und dann hat sie wieder kein Material mehr. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. So, unser Feld war hier hinten irgendwo. Da ist es. Dieses Feld ist ja ziemlich klein. Ich würde da auf jeden Fall schon mal nochmal ein, zwei weitere Felder hinstellen. Nein, da. Produktion? Nein. Lager, Landwirtschaft. Feld. Ich knüpfe hier einfach mal daneben noch eins an. Mal nur gucken, das müsste dann hier auf der Linie sein. Ich lasse da auch ein bisschen Abstand zwischen. Das ist gerade nicht so einfach. Da machen wir so hier. Da sollten wir genügend Abstand haben. Ich glaube 5x5 war das letzte, ne? Machen wir mal erstmal noch ein weiteres 5x5 und daneben packe ich noch ein 5x5. Da haben wir so drei kleine Felder erstmal. Landwirtschaft fällt. So müsste der Abstand ungefähr gewesen sein. Vielleicht habe ich jetzt einen Ticken zu viel, aber das ist nicht so schlimm. So, da. Für Objekt kann nicht im Wasser platziert. Nein, der Fluss schlängelt sich hier lang. Verdammt. Den habe ich gerade komplett aus den Augen verloren. Na gut, warte, dann machen wir das anders. Landwirtschaft fällt. Irgendwo hier. Dann setzen wir mal hier so an. Das müsste, glaube ich, gehen. So. Und dann brauchen wir noch natürlich eine Holzhacke. Die machen wir jetzt einfach mal unterwegs. Ich weiß, wir haben noch eine im Lager, aber ich würde jetzt ungern den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Wofür diese eine Hacke? So. Hup dich. Was ist denn das hier? Bilsenkraut. Ah, natürlich. Das gute Bilsenkraut. Ah, das reicht schon. Sehr schön. Steinchen brauchen wir nicht dafür. Düdüm. Dann haben wir hier die Holzhacke. Die packe ich mal auf die 5. So. Und dann brauchen wir natürlich bald dringend Dünger. Theoretisch könnten wir sogar ein bisschen was herstellen.
Wir haben ja etwas verdorbenes Essen da, aber nicht viel. Das würde für kaum was reichen. Und abgesehen davon bräuchten wir dafür auch erstmal eine Scheune. So. Mal ganz kurz ein bisschen ausruhen lassen, den Kollegen. Ein Baumstumpf, ne? Ja. Sah gerade wieder aus wie ein Wildschwein. Ich sehe mittlerweile überall Wildschweine. Ihr wisst warum. Yes, neues Level Landwirtschaft. Nice. Warte, ich guck ganz kurz. Sogar unser erstes Level. Landwirtschaft, wir wissen, zusätzliches Getreide, das klingt schon sehr gut. Das ist mir relativ egal. Ich nehme erstmal das Wissen. Dann müssten wir nämlich mit dem anderen Feld zusammen, ne, müssten wir theoretisch genügend Wissen bekommen, um noch einen Punkt zu erhalten. Denke ich. Hoffe ich. Und dann würde ich auf jeden Fall die Geschichte mit dem Getreide nehmen. Oh, zu weit. So. Na, brauchst du wieder Päuschen? Der braucht wieder Päuschen. Wie sieht's aus? 60 von 250 erst. Das ist doch deutlich weniger, als ich dachte. Wie viel kriegen wir denn für einen? 62,7? 65,4? 62,7? Das sind schon ein paar Punkte. Aber da brauchen wir doch noch ein paar mehr Felder für dann. So. Mann, jetzt krieg dich doch mal ein. Du alter Schnauferich. Ist da drüben irgendwas? Ich gehe gleich mal gucken, sieht so aus, ob da irgendwas liegt. Mittlerweile liegt ja hier gefühlt überall irgendwas. Oh, ach siehst du mal, da war die Hacke auch gleich kaputt. Nee, ich glaube, es sind nur Stöckchen. Ja, sind nur Stöckchen. Aber trotzdem mal gerade kurz hochkraxeln hier. Ja, ein Wildschwein gehört. So, können wir uns aber vielleicht mal... Wobei, hier oben könnte man auch mega gut noch eine Hütte platzieren, oder? Hier ist auch voll geil. Mit dem Blick so aufs Dorf runter. Hier wäre eigentlich nice für einen Dorfkern, oder? Ah nee, das ist Ton. Scheiße. Da geht's ja gar nicht. Hm. Also hier würde ich auf jeden Fall Felder machen. Hier so der ganze Bereich, da würde ich auf jeden Fall Felder machen. Das heißt, mit den Häusern müssten wir eher da hinten bleiben oder halt da, wo hinter den Lagern, da halt tatsächlich doch noch ein bisschen anbauen. So mal, um irgendwie grob ein bisschen was zu planen. Weil da könnte nicht mal, klar, wir können auch über das Ton rüber bauen, aber das wäre, glaube ich, eine echt dumme Idee. Lecker! Okay, das ist zu schnell für uns. Da haben wir noch Felsen. Wer braucht schon Speere oder Pfeil oder Bogen, wenn man noch einfach die Axt hernehmen kann? Wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir noch ein Wildschwein überleben. Ich versuche mich mal von hinten ranzuschleichen. Vielleicht können wir den dann so ein bisschen überraschen. Im schlimmsten Fall sterbe ich. Ich speichere kurz. Sicher ist sicher. Ich glaube, es ist das erste Mal... Oh, shit. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich schnell gespeichert habe. Schnell gespeichert, so rum. Oink! Nein! Hinter mir war ein Baum. Yes, wir haben ihn. Weil wir lassen auch ordentlich Federn. Ah, da sollten wir langsam mal ein bisschen was gegen tun. So, wo ist der andere? Ich würde immer noch gern die Instinktgeschichte hier, die Inspektorgeschichte ein bisschen verbessern. Ja, okay, der dreht sich sofort um. Aua. Ja, wir haben ihn. Wir sind zwar fast tot, aber egal. So, haben wir nochmal ein bisschen. Und da war das Steinmesser auch hinüber. Haben wir nochmal ein bisschen Zeug. Wunderbar. Irgendwas wollte ich erzählen. Jetzt habe ich es vergessen. Mist.
Nee, komm nicht mehr drauf. Egal, aber wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Fleisch und Leder und Zeug. Das ist sehr, sehr gut. Das Fleisch werde ich auch gleich mal ins Lager packen. Dann können die das gleich verarbeiten. Wenn das überhaupt funktioniert. Jetzt, weil ist ja jetzt quasi ausgeglichen. Weißt du was, dann nehme ich das selber mit. Oder gehen wir kurz zur Jagdhütte rüber. Und machen eben selber Trockenfleisch. Kann es sein, dass man für Trockenfleisch damals nicht noch Salz brauchte? Oder täusche ich mich da gerade? Man brauchte auf jeden Fall für irgendetwas Salz. Und das braucht es jetzt ja anscheinend irgendwie entweder nicht mehr oder es ist ein anderes Rezept. So, wo macht man das eigentlich nochmal? Hier nicht, ne? Das ist die Werkbank. Ach, macht man das nicht hier? Trockenfleisch? Ach, hier, Trockengestell. Hier? Nee, tatsächlich nicht. Mir war halt wirklich so, als ob man dafür Salz brauchte damals. So, schade, dass man da gerade nichts sieht, wie das aufgehangen wird oder so. Zack, da haben wir 35 Trockenfleisch. Haben wir auch gleich wieder ein bisschen EP bekommen, denke ich mal. Sehr schön, sehr schön. Dann packe ich... Na, warte, bevor wir das ins Lager packen, schnabuliere ich selber nochmal eine Runde daran rum. So, sind wir nämlich wieder voll. Ein bisschen dringend dann was für unsere Lebensenergie tun. Mal ein bisschen auf Breitwegerich-Suche gehen oder so. Kräuterhütte können wir theoretisch auch schon bauen, ne? Und wir haben auch Ton. Das heißt, theoretisch müssten wir doch eigentlich schon Tränke brauen können, oder? Also in der Theorie zumindest. Die Gebäude und Sachen müssten wir, glaube ich, schon machen können. Aber ich bin mir nicht sicher. So, 47 Trockenfleisch. Ach, guck mal, das Wasser ist ein bisschen weniger geworden. Das sind jetzt nur noch 6 von 10. Huch. Mich gerade verschluckt, Entschuldigung. Aber es geht echt langsam. Hätte gedacht, dass sie da mehr verbrauchen. So, minus 58. Ja, wird der langsam. War vorher auf über minus 80. So, Nahrung 90. Bedarf. Oder ist das... Nee. Die Produktion können wir hier halt nicht sehen. Das finde ich ein bisschen schade. Fällt mir noch schwierig, das zu lesen. Schwierig? Schwer. Ich bin mir nicht sicher, haben wir jetzt genügend oder haben wir nicht genügend? Oder ist das das, was wir an Nahrung haben und das ist der Bedarf pro Tag? Weil dann haben wir halt echt genug. Momentan zumindest. Arbeiter 3 von 3, Bevölkerung 4, Gebäude. Oh, das ist mal, wir haben fast das Limit schon erreicht. Da wird es langsam Zeit, dass wir das Limit mal anheben. So. Wir brauchen dringend Dünger. Wir brauchen vor allem dringend Lebensenergie. Hier wachsen Breitwegeriche. Da werde ich jetzt gerade mal ganz kurz ein bisschen rumkrabbeln. Weil wir müssen dringend unsere Lebensenergie wieder auf Vordermann bringen. Habe ich aus Versehen Stock aufgenommen. Naja, ist nicht so schlimm. Und die Breitwegeriche, die verknusen wir uns jetzt erstmal manuell dann rein. Ohne sie zu tränken, zu manchen, ist nicht sonderlich effektiv, aber besser als nichts. So, da haben wir auch noch einen. Die bringen ja, glaube ich, 2 Lebenspunkte nur noch, ne? Ja, 2. Das heißt, wir bräuchten 110 Lebenspunkte brauchen wir. Heißt, wir brauchen 55 Breitwegeriche. Die sollten wir doch zusammenkriegen. Ah ja, was ist das für ein riesen Buschgehäuf da hinten? Junge, Junge. So. Warte, hier ist noch einer. Da ist ein Stock und ein Breitwegerich. So. Das war wieder der Stock. Na, jetzt nimm noch. Ach, da ist noch einer, glaube ich. So. Haben wir. Müssen ja auch nicht die Lebensenergie komplett voll kriegen, aber zumindest mal wieder ein bisschen mehr als jetzt gerade. So.
Wir brauchen mal wieder so ein richtig schönes Breitwegerichfeld. Kann man die Sachen eigentlich wieder auch anpflanzen? Hier so diese Kräuter? Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch nie gesehen. Ich meine, klar, die wachsen ja sowieso in der freien Wildbahn, aber würde mich mal interessieren, ob das generell geht. Na, so, jetzt noch die Breitwegeriche, Mann. So. 47, ach, steht ja auch links oben. Dann haben wir es ja doch schon fast. Ein paar brauchen wir noch. Hier, guck mal, hier haben wir eine ganze Ansammlung, eine ganze Familie davon. So, 52, 53, 54 und 55. So, und die genießen wir uns jetzt einfach mal der Reihe nach rein. Oh, lecker. Ah, wunderbar. Herrlich. So, da sind wir wieder frisch. Einfach erstmal ein paar Kilo breitwegig reinziehen und schon sind alle Wehwehchen wieder geheilt. Wunderbar. So, jetzt probiere ich das mit dem Fuhl da unten aus. Pass auf. Angriff! Naja, mehr oder weniger, ne? Hätte besser klappen können. Ich habe, glaube ich, auch ein bisschen daneben gezielt. Ah. Schön. So, dann würde ich auch sagen, wir sind schon... Alter, was? Wir sind schon bei über 50 Minuten. Dann sollten wir vielleicht langsam mal zum Ende kommen. Für diese Folge. Ich bedanke mich wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch nach wie vor. Wenn ihr gerne irgendwie was Bestimmtes sehen wolltet oder irgendwie generell Vorschläge habt, ne, in welche Richtung wir gehen sollen, was wir als nächstes machen sollten, bla 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 bla, dann haut das wie immer gerne in die Kommentare. Und ja, ansonsten sehen wir uns morgen wieder bei Anno, ne, um 15 Uhr oder dann übermorgen bei Medieval Dynasty, auch um 15 Uhr. Muss erstmal eine schöne Abspann-Location finden. Oh, hier ist schön. Hier hat man eine schöne Sicht. So, mal wieder mit dem Fluss. Klassisch, ne? Also, bis morgen oder übermorgen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und reingehauen.